Vorfreudebeutel Teil 2 mit Celine. Hallo. Heute im Angebot. Und Fingernägel im Angebot. Mal wieder Lust auf ein ASMR, Leute. Hashtag ASMR in die Kommentare. Genau, wir haben heute wieder eine schöne bunte Mischung hier ausgesucht für die Vorfreude, Leute. Ja, das ist der Teil 2 und wenn ihr Bock habt auf den Teil 3, dann zeigt uns das mit einem Daumen hoch. Genau, wie viele Daumen hoch sollen die geben? 10. 10? Ja. Okay, also, willst du mal sehen, was siehst du hier so, was du kennst? Feuervögel, Fontänen, beziehungsweise Vulkane, Kolibris, Pfeiferkäden, ja. Luftheuler. Alles, was du magst. Ich hoffe doch. Also, auch schön viel leise Artikel, ne? Die nicht so laut sind. Ja, das ist aber umgebungsabhängig. Ja, das ist weiblich. Ich mag ja laute Sachen, aber halt nicht überall. Nur an Silvester. Ja. Wir haben ja Silvester. Ja. Okay. Ja, reiß einfach mal auf. Kann ich das wirklich einfach aufreißen? Ja, probier's. Wir haben hier so viele Artikel übrigens dabei. Viele, ich dachte, es sind nicht so viele. Sorry, lass mich ausreden. Wir haben hier so viele Artikel dabei, die ich noch nie getestet habe. Oh Gott, super. Ja. Okay, mit was fangen wir an? Such dir aus, Schatzi. Ja, ich finde das hier direkt, weil das ist oben drüber. Ja, guck, Vulkan. Das hier zum Beispiel. Ja, das ist die Marke Vulkan. Ach so. Wird die ausgesprochen? Und Dr. Fontänen. Fontänen, ja. Steht hier Mini Fountains, steht hier drauf. Schauen wir einfach mal. Luz, schick das mal hier hin, ja? Junge, wie die aussehen. Oh, sehr mini. Ja, und so eher nach Böller, finde ich. So, schauen wir mal. Kurz, aber knackig, du. Ja? Ja, also ich. Wollen wir noch eins machen? Ja, sehr gut. Zwei machen. Obwohl, sie glüht einfach. Oh Gott. Dafür haben wir ja den Gunburner. Nicht Kopf drüber und so. Ach so, sorry. Junge hat einfach keinen Bock. Ja, dann tot. Tot. Oh, meine Schuhe. Ah ja. So, hier. Meteoriten. Von Vico. Das sind die lautesten. Genau. Oh, geil, dass sie so golden aussehen. Okay? Jo. Oder wie ist die Vorfreude? 1 bis 10. Wie ist die bei dir? 8. 8? 8. Bei mir 8,5. Ja, Hauptsache eineinhalb mehr, ne? Halb. Halb, ja. Oh mein Gott. Ja, du hast ja richtig Spaß an den Dingern. Also Leute, heute gibt's noch ein Gewinnspiel beim Adventspecial Teil 3. Genau. Man kann eventuell so ein Ding gewinnen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Aber wie es wirklich ist, könnt ihr mal auf jeden Fall vorbeigucken. Und was ihr dafür tun müsst. Oh, wir gehen jetzt in die Luft. Yeah. Mit, oh Junge, ich hab Angst, diese... Wie hast du die reingestopft? Wir machen hier so einen Feuervogel. Crackling Bird, kennst du die? Ja, die haben wir schon mal gezündet, oder? Ja, die sind so gut. Oh, ja, ja. Okay. Okay. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Teamarbeit. Das habe ich noch nie gehört. Das ist eine Kinderserie. Der ist so schön geflogen. Ja. Oh. Wollen wir jetzt gleich den anderen machen oder erst später? Später würde ich sagen. Ja, ne? Ja. Pyrodrone. Aber wir machen hier nochmal ein kleines Vulkanchen. Ja. Das ist geil. Schöne, also das ist so ein richtiger Oldschool-Artikel von so vor 10 Jahren. Ja. Da hat man die richtig gerne gezündet und natürlich zündet man die dann auch heute noch gern. Ich finde dich auch süß. Ich finde dich ganz süß, Schatz.
Was machst du, nicht deine Haare abfacken? Ich habe gerade sogar zu kurz drüber nachgedacht, ja, ob es cool wäre, wenn ich da durchspringen würde, aber ich habe es gesagt. Like und schreibt es in die Kommentare, wenn Celine durch die Fontäne springen soll. Okay, wir machen mal das hier, weil das sieht nochmal big aus. Bengalfackeln, also Bengalfeuer. Bengalo Fuego Mix, also irgendwas Spanisches. Etwas Spanisches. Etwas Spanisches, keine Ahnung. Also auch von dieser Vulkan-Marke, die ich noch nie gezündet habe. Aber das stimmt, die Designs sind alle sehr ähnlich. Ja, genau. El Torero. Und sind aber schon relativ dicke Dinger. Erinnern mich an diesen Funke Bengal-Mix oder so. Aus dem MPM-Fan-Paket. Okay. Auf jetzt hier! Auf jetzt hier! So, Attacke! Attacke! Gib die Salut! Stefan, da kommt jetzt einfach Salut drauf. Oha, Green! Hast du extra rausgesucht? Nee. Nö. Sorry. Nee, ich dachte nicht schon. Es war nur ein Lügendetektor. Und jetzt alle auf einmal! Na komm, strong. Ich langweile mich. Zünd die direkt an dem Ding an. Wow. Oh, schmeiß die doch einfach. Tut mir leid. Schmeiß die anderen auch. Ey, die sind ja übel krass. Sehr raucharm, aber verteilt ihn, oder? Das hab ich irgendwie gerade nicht getraut. Voll geil. Boah, rosa. Nee, die sind sau lange. Ja. Ja, die Kante war schon krass. Echt gut. Und sehr raucharm. Ja, stimmt. Man sieht aber auch die Farbe einfach besser. Ja, das stimmt. Ich meine, der Rauch zieht eh gerade sehr gut ab. Andere Richtung, im Hinterhof. Nach Buxtehude. Wieso Buxtehude? Kennst du nicht diesen Spruch? Ja, aber kann ich jetzt umfassen. Was? Oh Junge, was ist das denn hier? Warum liegt hier ein Frosch? Scheiße. Oh, sogar mit Zündschnur. Aber der sieht schon sehr durchnässt aus. Ja. Das war ich nicht. Ich würde sagen, wir machen Kolibris. Oh ja. Ich liebe Kolibris. Hast du eigentlich noch genug von denen? Weil ich will die immer zünden. Aber ich habe irgendwie Schiss, dass du keine mehr hast. Doch, doch. Gönn dir. Nice. Ganze Packung. Ganze Packung. Wallaby. Ich finde das so geil. Weil die sind immer so mini so und dann denkt man so, die hören auf, aber einmal zischen die dann doch nochmal weiter. Ja, ja, stimmt. Das ist so gut. Stimmt, ja. Und jetzt auch so gegenüber den kleinen, den großen Feuervogel, das ist jetzt schon sehr süß. Ja. Das ist süß. Das ist so krass, wie sowas faszinieren kann, ne? Einfach nur so ein kleiner Aufstiegsartikel. Ey, so krass und ich verstehe das nicht, warum die das nicht F1 ist. Also ja, nicht das mehr. Ist eigentlich F1, ja, gewesen. Also, auf der Verpackung steht F1, aber... Also Klasse 1 hieß es ja früher noch. Wusstest du das? Dass man früher Klasse 1... Cut 1, ja. Ja. Aber wurde vor 7, 8 Jahren, keine Ahnung, auf F1, F2 und so. Okay, bereit? Let's go. Falsch schon hingelegt. Oh nein, ja. Ich habe die falsch rum hingelegt. Und deswegen ist er auch explodiert. Das habe ich nämlich im Kopf, dass das passieren kann. Lol, aber irgendwie geil. Junge, ich habe mich zu Tode erschreckt, Alter. Oh, der ist, glaube ich, gar nicht angegangen. Doch, die sind beide angegangen. Du hast nur zwei angemacht. Nee, ich hatte drei. Okay, ja, dann ist einer nicht angegangen. Ja, aber der hat keine Zündschnur mehr. Oh Mann, es tut mir leid, ich wollte die gerade nochmal sehen. Hier ist noch einer. Hier ist die Zündschnur. Hier ist die Zündschnur. Leg sie richtig hin, bitte. Ja, ist. Okay. Oh Mann, ich hab's so verkackt. Ich dachte, ich bin jetzt cool, also ich drehe auf einmal an. Ja, mit einem Gunburner ist keine Kunst. Wo ist denn hier die Zündschnur? Ja. Ich sehe sie einfach nicht. Hau da einfach drauf. Oh nein. Oh Mann.
Hast den Flügel abgefackelt wahrscheinlich. Nein, ich habe wirklich drauf gezählt. Oh Mann. So. Oh, Laserballs. Geil, Schatz. Ich kenne die gar nicht. Das sind im Prinzip die Moskitos von, ach so, von Funke. Geil, hab ich Bock. Ich dachte gerade schon, so Laserballs kenne ich gar nicht. Ich war gerade schon ein bisschen enttäuscht, aber dann kenne ich das ja doch. Ja, klar. Sehr gut. Ich muss, also ich fände es komisch, wenn ich nichts mehr kenne. Also wenn ich es nicht kennen würde. Ich weiß schon sehr viel. Du weißt sehr viel. Nur nicht, wie man eine Packung öffnet. Mit Wasser jetzt so scharfe Krallen. Scharfe Krallen, ja. Sag mal. Fun Fact, ich muss heute ein Kind einen Arsch abwischen. Sonst hätte er richtig Angst. Also Celine arbeitet übrigens ach so, im Kindergarten. Sorry. Und das Kind hat einfach Durchfall gehabt. Alter. Geil, darauf erstmal ein paar Laserballs. Erstmal ein. Alter. Der hat sich aber gar nicht so cool angehört. Ja, weil ich finde, der ist so gut nach oben geflogen. Ja, das stimmt. Schön also gerade. Muss man, wenn die alle so sind, dann hat Funke gute Arbeit geleistet. Und? Okay, ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott. Genau so sollen die nämlich sein. Oh mein Gott, Schäfer, du bist im Wald spazieren, hörst du was? Ich würde mich zu Tode erschrecken. Ich würde mir so denken, boah, was ist das für ein Dings, wie heißt es? Monster. Monster. Tier. Ich würde mir denken, was sind das für Lichter? Wieso lässt du immer den Finger auf dem Feuer? Ich weiß auch nicht. Junge, schon wieder. Junge, die ist so geil, ich muss die Packung leer machen. Ja. Das ist ja so crazy. Ey, hast du die Kamera anlaufen? Ja. Lol. Gut. Einer musste schlecht sein, ja, damit es wieder Durchschnitt ist. Okay, was hast du noch so in deinem Beutel? Oh, frische Bee von Keller alt. Aber heißen die immer frische Bee? Ja, bei Keller hießen die immer so, ja. Okay, das ist nicht so chargeabhängig, so wie China Bölle A und sowas. Das ist so, was ausmacht, dass es Bee heißt. Ja, doch, das ist die Größe. Also ich finde, egal welches Feuerwerk in der Hand habe, sieht jetzt so viel krasser aus mit den Nägeln. Ach so, die habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ich sehe nur die Frösche. Komm, das sieht schon krass aus. Ja, aber die kommen jetzt auf der Packung nicht so viel. Ja, stimmt, aber wir müssen so Fotos machen. Ja, wir machen ja gerade Produktvideos. Ja, stimmt. Kauft mehr Merch. Genau. Damit die Nägel sich wieder finanzieren lassen. Richtig. Für die Videos. Nächstes Mal lässt du das einfach absetzen. Weil es ist ja für die Videos. Junge, ich mach Kooperation. Ich sag hier, so viel Follower. Ja, ist so. Ich mach Story. Folgt an der Stelle mal der Celine auf Insta und macht mal endlich die 10.000 hier voll. Oh Gott. So, die sehen schon sehr mächtig aus. Mal gucken, ob er hüpft. Hüpft. Frost. Stabil. Negativ. Ich bin auch voll leise. Mhm. Irgendwie lauter in der Hand. Floppen oder so, aber. Ist immer so bei Frösche. Boah. Die sind ja richtig bad. Safe. Komm, wir probieren mal was. Ja. Wir stellen den so hin. Okay. Ah, der ist jetzt hingestellt. Ich weiß ja nicht. Also die sind schon echt scheiße. Dann kannst du den letzten auch noch machen, der da drin ist. Aber es ist nicht zeitverschwendet. Den schmeißt du jetzt einfach weg. Auf so, auf richtig respektlos. Mann, ey! Oh mein Gott. Also, das war echt wie so ein sterbender Fisch. Luftheuler. Luftheuler? Luftheuler.
Ja. Ich hätte auch noch was. Pups. Ich wusste es einfach. Big Boom. Big Baba Boom. Okay, Luftheuler. Let's go. Kannst du mal wieder üben. Kannst es locker schon gar nicht mehr. Fake, ich kann das noch. Ja? 100%. Das will ich sehen. Ich muss nur überlegen, wie ich es gemacht habe. Finger weg vom Feuerzeug. Ja. Aber ich will es ja anders probieren, weil... Weil? Ich mache es ja immer so, wie wenn ich werfen würde, so, ne? Ja. Yeah. Aber ich will es jetzt mal quasi nur so machen. Quasi so, wie du immer machst. Ach so, so. Weißt du? Mhm. Locker, ich fackel mir jetzt so meine Jacke ab. Bin ich nicht so gut drin. Das muss ich noch üben. Einen gebe ich dir noch. Einen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch die Raketen und die Pyrodrohne. Aber ich finde, die Pyrodrohne machen wir zuletzt. Okay. Weil ich mag die mehr. So, jetzt haben wir hier die 5-Raketen von Funke. Einmal links Kaliber C und rechts Kaliber A. Beginnen wir mit rechts Kaliber A. Die ist wirklich deutlich kleiner. Ich habe vorhin sogar auf die NEM geguckt. Die Kaliber A, die du jetzt als erstes hast, hat nur 2 Gramm und die große 6. Uff, okay, das ist echt ein Unterschied. Ja, dreimal okay, so viel. Bereit? Let's go. Lol, ich wusste nicht mehr, dass die mit Knall ist. Lol, aber verrückt. Also, aber ich dachte, die wäre mit Crackling. Aber ist doch geil eigentlich. Ja, es geht. Also ein süßer Knall halt, ne? Ja, eben, deswegen. Also lieber so Crackling, finde ich. Ja. Aber der Pfeifaufstieg ist so krass. Okay, mach ich? Ja. Jetzt die C. Boah. Ich mag das so, wenn die. Ja. Ja. Okay. Und die Pyrodrohne als letztes. Ja, leider. Als kleines Finale des Vorfreudebeutels Teil 2. Und wie gesagt, zeigt uns, wenn ihr Bock habt auf Teil 3, indem ihr Daumen hoch gebt. Hashtag Teil 3 nochmal als Push für den Algo. Auf Kuss-Kuss-Kuss-Basis. Push-Up, ja. Auf Push-Up-Basis. Und jetzt push mir hier den Vogel in die Höhe. Bitte lass es gut sein. Die sind geil. Ja, schön selber. Silber. Oh. Junge, was eine Flugbahn. So Sturzflug. WTF. WTF, was eine krasse Sturz... Flugbahn. Sturz. Scheiße. Oh, und noch den Gunburner in den Dreck fallen lassen.